In der Silvesternacht brannte in Gilsau eine Scheune bis auf die Grundmauer nieder. Fast alle Neuentaler Wehren und die Borkener Drehleiter waren im Einsatz. Das Feuer war gegen 12:30 ausgebrochen und in kurzer Zeit hatte es das gesamte Gebäude erfasst. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Sauen und Ferkel aus den brennenden Ställen zu treiben. Die armen Schweine mussten erstmal in der Kälte ausharren. Dann wurden die Tiere in ungewöhnlichen Behältnissen in den nächsten warmen Stall gebracht. Gilsau war in der Silvesternacht taghell erleuchtet. Viele Bewohner waren schockiert. Der große Brand erforderte viel Löschwasser, das aber binnen Kurzem eine dicke Eisdecke auf den Straßen bildete. Doch bei allem Einsatz brannte die Scheune samt landwirtschaftlichem Gerät und den Getreidevorräten ab. Die Feuerwehr aber konnte verhindern, dass die Flammen auf nahestehende andere Gebäude übergriffen. Ob denn nun eine Silvesterrakete schuld am Großbrand war, das wollten weder Polizisten noch Feuerwehrleute am Neujahrstag bestätigen.